Hallo, ich bin Bela Anotsky, CTO von Access Systems. In Expand 649 gibt es viele neue Funktionen. Schauen Sie da auch bitte in die Release Notes. Aber jetzt möchte ich Ihnen eine zeigen, nämlich die betrifft die freien Füll- und Liniensymbole. Seit Expand 648 haben wir die Möglichkeit, Füllsymbole und Liniensymbole loszulösen und einzeln zu bearbeiten. In Expand 649 werden diese Symbole dann auch als POs exportiert und importiert. Wenn ich das tun möchte, selektiere ich hier zum Beispiel eine Fläche. Das ist meine Waldfläche. Und mit der rechten Maustaste bekomme ich meinen Dialog für die Flächen und sage einfach, ich möchte gerne die freien Symbole haben. Wenn ich das tue, sind die Symbole jetzt losgelöst und ich kann sie bearbeiten. Also ich kann jetzt hier ein Symbol nehmen und verschieben zum Beispiel oder mit der mittleren Maustaste kann ich es auch rotieren oder wenn ich die rechte Maustaste drücke, bekomme ich hier meinen Dialog für die Symbole, kann zum Beispiel eine andere Höhe geben. Ich kann sagen, ob es an der Fläche abgeschnitten werden soll oder nicht. Und ich kann es natürlich auch ausblenden. Oder ich kann auch hingehen und ein einzelnes Symbol einfach löschen. Indem ich Delete drücke, dann ist es weg. In Expand 649 werden diese Symbole als POs exportiert und der Import berücksichtigt sie auch und stellt sie entsprechend dar. Was auch neu ist, ich habe in der Statuszeile Informationen, ob ich jetzt ein DLM-Objekt, also ein Basis-DLM oder ein KGO oder ein PO selektiert habe. Wenn ich jetzt eines dieser Symbole selektiere, dann sehe ich hier, es ist ein PO. Wenn ich ein Objekt selektiere, dann kann ich hier sehen, ob es sich um ein Basis-DLM oder um ein KGO handelt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis später.